Mähdrescher, Traktor oder Ladewagen. Die Investitionskosten für landtechnische Neuanschaffungen sind in der Regel nebenbei kaum zu stemmen. Das Problem? Der Kaufpreis von oft mehreren hunderttausend Euro reißt ein dickes Loch in die Kasse. Die geplante Investition konkurriert dabei mit anderen betrieblichen Wachstumsschritten um die begrenzten finanziellen Mittel. Deshalb wird oft nach attraktiven Modellen für Maschinenfinanzierungen gesucht. Über die Hälfte neuer Traktoren und Mähdrescher finanzieren Landwirte heute über die Maschinenhersteller. Es gibt bei der Finanzierung keinen Königsweg. Denn so individuell wie landwirtschaftliche Betriebe sind, so individuell sollte auch die Finanzierung der Landtechnik sein. In Abhängigkeit von der eigenen betrieblichen Situation erweisen sich unterschiedliche Finanzierungsstrategien als optimal. Wir kaufen prinzipiell alle Maschinen, wir leasen sie nicht, weil wir viele Jahre mit den Maschinen arbeiten wollen. Sie werden dann teilweise Cash bezahlt und teilweise über die Maschinenfinanzierung oder die Maschinenhändler finanziert. Das wird immer von Fall zu Fall. Es wird auch entschieden, welches Jahr wir haben, welche Ernteergebnisse sind da, wie ist die wirtschaftliche Situation. Und nach solchen Grundsätzen wird dann entschieden. Also es gibt kein starres Prinzip, wo wir sagen, es muss finanziert werden oder es wird Cash bezahlt. Das gibt es eigentlich nicht. Für die Finanzierung von Landmaschinen stehen viele Wege offen. Die gute Nachricht lautet, wer scharf rechnet, kann unter Umständen viel Geld sparen. Auf der Agritechniker in Hannover diskutieren in Halle 7 jeden Tag um 12 Uhr Redakteure des Agrarmanager mit Finanzexperten der großen Hersteller. Wir freuen uns über Ihren Besuch.